Namen der Seruna AG, der Mindful GmbH, würde ich Sie recht herzlich, möchte ich Sie recht herzlich an das Webinar zum Thema vom Entrepreneur zum Datapreneur begrüßen. Zu meiner Person selber, mein Name ist Peter Wieland, Consultant bei der Firma Seruna AG. Kurz vorweg noch zur Seruna AG. Wir sind ein Systemintegrator mit Sitz in St. Gallen, Zürich und in Chur. Mit Fokus auf IT-Infrastruktur, also Data Center, Netzwerk und auch Thema Security. In diesem Rahmen dann die Zusammenarbeit mit Mindful im Bereich vom Data Center. Dazu dann mehr im Rahmen von der Präsentation von Stefan Wasem. Dann Hinweis zum Webinar. Wenn Hochdeutsch erwünscht, bitte die Teilnehmer oder Teilnehmer kurz im Chat oder als Teilnehmer die Hand heben, dann machen wir das gerne auf Hochdeutsch und sonst würde ich jetzt dann auf Schweizerdeutsch wechseln. Also Hochdeutsch ist erwünscht, machen wir Hochdeutsch, kein Problem diesbezüglich. Dann zum Ablauf selber bezüglich den Fragen. Ihr könnt, also Teilnehmer können während dem Meeting im Chat ihre Fragen stellen. Wir gehen dann am Schluss vom Webinar, also die letzte Viertelstunde, widmen wir uns den Fragen. Also einfach kurz Fragen im Chat schreiben. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen, die werden wir am Schluss aufnehmen und in der Frage und in der Runde dann diskutieren. Dann noch ein Hinweis: Wir werden das ganze Meeting aufzeichnen, also das wird recorded. Wir stellen dann auch das Meeting, das Video den Teilnehmern zur Verfügung. Ja, dann würde ich sagen, übergebe ich hiermit an meine werte Kollegen. Auf meiner Und ja. Seite guten Tag zusammen. Es freut mich, dass ihr hier seid. Mein Name ist Stefan Wasem. Ich bin Data Center Consultant bei der Seruno AG. Meine Rolle ist zurzeit in vielen Projekten die Schnittstelle zwischen Business und der IT oder der Infrastruktur. Und ja, ich freue mich, hier dabei zu sein. Ja, dann auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr es euch einrichten konntet jetzt heute Vormittag bei dem schönen Wetter. Ich bin der Nadim, ich bin Co-Founder und CEO der Mindful AG in der Schweiz. Und ich danke demjenigen, der jetzt die Hand gehoben hat, weil wie ihr merkt, mein Schweizerdeutsch, da arbeite ich gerade noch stark dran, Sprachniveau A1. Da übe ich jeden Tag. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass wir heute mit der Ceruno gemeinsam hier euch einladen dürfen zum Thema vom Entrepreneur zum Datapreneur. Der ein oder andere wird sich fragen, was macht jetzt so eine Mindful AG in Zusammenarbeit mit Ceruno so besonders? Vielleicht kurz zur Mindful AG. Wir sind ein Datapreneurship Studio. Das heißt, wir designen quasi datengetriebene Lösungen und Produkte. Und wir kommen sehr stark immer vom Business und wir kommen sehr stark von quasi den Fachbereichen. Aber ein sogenannter Datapreneur muss auch Fullstack verstehen können. Also da werde ich ein paar Mal drauf heute zu sprechen kommen, dass es nicht nur reicht, quasi den Use Case aus der Business-Sicht gut designen zu können oder zu verstehen, was das Business-Problem ist, sondern um eigentlich erfolgreich datengetriebene Produkte und Lösungen oder sogenannte Data Products entwickeln zu können, muss ich als Datapreneur verstehen, was passiert eigentlich auch unter der Haube? Und auch da optimieren und da schauen, dass man da die richtigen Entscheidungen trifft, egal wie dann die Lösung technisch aussieht, ob es dann eine Data Center Lösung ist, On-Prem oder ob ich eine Private Cloud baue oder eine Multicloud oder eine Hybrid Cloud. Das sind alles Themen, die werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Also für diejenigen unter euch, die quasi eher aus der Business-Domäne sind, gerne anschnallen. Wir werden auch die eine oder andere technische Diskussion oder technische Präsentation hier heute haben, aber keine Sorge. Alles im Rahmen, sodass man das gut nachvollziehen kann. Und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt heute gemeinsam machen. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, danke schön. Guten Morgen. Mein Name ist Thomas, seit 15 Monaten bei Mindful mit einer sehr ausgeprägten Cisco-Vergangenheit. Ich bin bei Mindful für das Partnermanagement und Technologies zuständig. Bei Technologies geht es um die Plattformbereitstellung inklusive der unterschiedlichen benötigten Workload-Stacks und auch deren Betrieb. Ja, dann kannst gleich zur nächsten Slide. Ja, wir sind heute zusammengekommen, weil halt die künstliche Intelligenz oder KI oder AI im Englischen genannt an einen Punkt gekommen ist, wo die Vorteile
für die Unternehmer zur Realität werden. Die Ghana, die beschreiben das als Demokratisierung und auch als Industrialisierung. Unter Demokratisierung verstehen wir, dass diese Technologie nicht mehr nur einen kleinen Kreis von Experten zugänglich ist, sondern wir können das heute wirklich breit in den Unternehmen umsetzen und verschiedene Teams können das nutzen und das dann auch anwenden. Unter Demokratisierung, unter Industrialisierung verstehen wir die Wiederverwendbarkeit, die Skalierung, aber auch die Sicherheit von diesen KI-Plattformen, also von den Fabriken, die die zukünftigen Datenprodukte generieren. Wir haben heute für Sie die folgende Agenda vorbereitet. Und wir starten mit den Technologietrends und wie diese den Markt bewegen, wie man sich zu einem datengetriebenen Unternehmen entwickeln kann. Dann, wo stehen heute die größten Herausforderungen in deren Umsetzung? Dann, was sind die Grundlagen für nachhaltigen Erfolg? Und letztendlich geht es auch darum, dass wir anhand von dem Thermomix-Beispiel aufzeigen, wie unser Ansatz sich auf das Geschäftsmodell auswirkt und wie wir mit diesem Ansatz das erfolgreichste Küchenprodukt auf globaler Ebene gebaut haben. Zuletzt haben wir noch 15 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Ja, Gartner beschreibt jedes Jahr die Top 9 Technologietrends. Also diese Trends sollen in der Kombination den Unternehmen helfen, sich zu transformieren. Für 2021 sind 4 von den 9 Trends sind basierend auf Datenanalyse und auf künstlicher Intelligenz. Wenn wir uns den ersten anschauen, Internet of Behaviors. Da geht es darum, dass wir die physischen und digitalen Bereiche beobachten, das Verhalten in den physischen und digitalen Bereichen beobachten und über eine Feedback-Schlaufe eingreifen können, falls sich irgendwo das Verhalten außerhalb von den Grenzen abspielt. Das heißt, man könnte zum Beispiel einen Busfahrer beobachten, Daten werden laufend gesammelt und analysiert. Und falls es die Sicherheit erfordert, können wir in Echtzeit eingreifen. Der zweite KI-Punkt ist Privacy Enhanced Computation. Da geht es um den Schutz und die Verarbeitung von dezentralen Umgebungen, wo auch Daten und künstliche Intelligenz im Einsatz ist. Der dritte ist das Composable Business. Und das ist ein Ansatz, der die digitale Transformation in den Unternehmen schneller umsetzen soll. Es geht wirklich darum, dass die Agilität im Mittelpunkt steht und Entscheidungen sollen zeitnah und aufgrund von Daten getroffen werden können. Der letzte Punkt, das ist das AI Engineering. Wir bei Mindful nennen das auch das Data Product Operating Model, in dem die Geschäftsdimensionen wie auch die technischen Dimensionen beschrieben werden, um den Erfolg von zukünftigen KI-Initiativen zu garantieren. Also ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man sich richtig organisiert in der Ausrichtung auf zukünftige datengetriebene Produkte und Lösungen. Der Markt bewegt sich. Immer mehr Unternehmen investieren in den Aufbau von ihren eigenen KI-Teams, aber auch von ihren eigenen KI-Fabriken, also von den AI-Plattformen. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann sieht man, dass sich der Umsatz von heute ca. 35 Milliarden im Jahr auf in den nächsten 6-7 Jahren fast verzehnfacht, auf fast 300 Milliarden. Und das setzt sich aus Hardware, Software und Dienstleistungen zusammen. Bemerkenswert ist, dass sich heute vom heutigen Umsatz über 60% auf den nordamerikanischen Kontinent fallen und das eigentlich gar noch nicht wirklich hier in Europa angekommen ist. Darum gehen wir davon aus, dass die Wachstumszahlen in den nächsten Jahren gerade für Europa deutlich höher sein werden als die, die hier prognostiziert worden sind. Ja, vielen Dank, Thomas.
Ich übernehme mal an der Stelle und ich schließe vielleicht noch auf der vorherigen Folie einmal kurz damit ab, dass ich sage, dass das halt schon ziemlich, also das ist schon, sind sehr große Wachstumszahlen, ne? Also für uns alle, die wir hier heute im Call sind, also wenn man sich so Technologietrends anschaut über die Jahre und Jahrzehnte, also wenn ein Markt oder eine Domäne halt so eine Wachstumsprognose von 33% prognostiziert, dann ist es natürlich eigentlich wirklich also intensiv und extrem krass, würde ich schon fast sagen. Wenn es nur die Hälfte wäre davon, also 15-18%, dann wäre das halt schon ein absoluter Wachstumsmarkt. Aber deswegen ist das Thema so spannend. Also auch deswegen ist auch die Schnittstelle zwischen, was macht man eigentlich mit AI oder Machine Learning im Business und welche Implikationen hat das eigentlich auf Hardware, Software und Services? Das ist auch der Grund, warum Ceruno und Mindful heute hier zusammensitzen, weil wir darin auch eine Chance sehen. Und auch ihr vielleicht da draußen eine Chance sehen könnt, auf diesem Wachstum quasi auch Mehrwerte für die Organisation zu schaffen. Und was das bedeutet, dann datengetriebene Organisation zu werden, das vielleicht verdeutliche ich kurz an ein paar Beispielen. Die Beispiele sind ja wohl bekannt heutzutage, aber ich meine, dass so Firmen wie Amazon oder Netflix auf Basis von Daten ihre gesamten Geschäftsmodelle ausrichten, ist, glaube ich, klar. Ich meine, das Beispiel von Netflix ist ja auch ein Beispiel, das wirklich sehr schön zeigt, dass durch die Recommendations und die Empfehlungssysteme eigentlich ja das Geschäftsmodell entsteht. Weil keiner von euch würde ja durch die Millionen von Filmen irgendwie immer händisch durchscrollen wollen und jeden Tag beim Buchstabe A anfangen, um dann den Film rauszusuchen, den ihr gerne schauen wollt, sondern dadurch, dass Netflix für euch diesen Content kuratiert und vorbereitet in eurem Geschmack entsprechend darstellt, deswegen seid ihr bereit, die 9,99 im Monat zu bezahlen oder die 120 Euro im Jahr. Also bei Netflix, super klassisches Beispiel dafür, wie man auf Daten quasi das ganze Geschäftsmodell ausrichten kann. Bei Airbnb zum Beispiel werden Daten verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Host deine Anfrage akzeptiert. Das heißt, auch hier werden Methoden verwendet, um quasi am Ende des Tages die richtigen Anfragen mit dem Host zu mappen, von dem man weiß, okay, das auf Basis von bestimmten Charakteristika oder so, wird der Host das akzeptieren. Warum macht das Airbnb? Ja klar, weil Airbnb an der Transaktion wird verdient und deswegen dadurch ein Added Revenue fürs Geschäftsmodell entsteht. Es gibt eben diese Use Cases oder diese datengenerierenden Opportunities eben nach innen und nach außen gerichtet. Und die spannenden Themen sind ja immer die, wo man versucht, zusätzliche Umsatz oder zusätzlichen Mehrwert durch Daten zu generieren für sein eigenes Geschäftsmodell. Zusammengefasst als Beispiel hier kann man sagen, dass im Jahre 2020 über 60% der Fortune 1000 einen sogenannten Chief Data Officer geheiert haben, also jemanden, der sich um das ganze Thema Daten und die Entwicklung von datengetriebenen Geschäftsmodellen kümmern soll. Der ist jetzt eben nicht nur ein Datapreneur, sondern der muss sich natürlich auch um das ganze Thema Datenhaltung, Data Governance, Datenverarbeitung und so kümmern. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Nochmal ganz schnell zwei Slides zum Thema, wie generiert man eigentlich, sagen wir mal, praktischerweise Mehrwerte aus Daten. Die Pyramide hat man vielleicht schon mal gesehen. Typischerweise sind die Daten ja immer ein Output aus den Geschäftsprozessen. Also wenn man die Pyramide von unten nach oben mal durchgeht, dann hat man irgendwie die reale Welt, man hat die Geschäftsprozesse, man hat die Unternehmensprozesse oder die Customer Journey. Also ich habe irgendeine Art von Prozess. Und den versuche ich auf Basis der Daten zu modellieren, abzubilden. Das heißt, ich digitalisiere meine Geschäftsprozesse und aus diesem Digitalisierungsschritt fallen Daten ab. Und diese Daten sind typischerweise Rohdaten, kennen die meisten von euch, Rohdaten, unprozessierte Daten. Und was ich dann im nächsten Schritt mache, ist, ich prozessiere oder verarbeite diese Daten, um aus Daten sogenannte Informationen zu generieren. Das heißt, Informationen sind Daten in strukturierter oder in aufbereiteter Form. Und diese Informationen muss ich analysieren. Ich brauche Analysen drauf, um Mehrwerte zu erkennen oder Ideen zu generieren, Muster zu erkennen. Und das Spannende ist, dass die Mehrwerte oder diese Analysen am Ende des Tages alleine noch nicht den Wert generieren, sondern der letzte Schritt, der in dieser Pyramide steht, die Aktion, die ich davon ableiten muss, da entsteht eigentlich erst der Outcome, da entsteht der Mehrwert. Und da vielleicht auch aus der Erfahrung, dieser Schritt, der letzte Schritt in der Pyramide wird oft vergessen. Also die Data Scientists oder die Analysten produzieren irgendwelche Insights auf Basis der Daten, die stellen dann irgendwelche Dashboards zur Verfügung oder vielleicht auch Modelle.
Nur die Frage ist, was mache ich mit diesen Insights, was mache ich mit diesen Ergebnissen und wie kann ich daraus Value oder Mehrwert generieren? Jetzt, wenn man die Pyramide einmal umdreht und auf den Kopf legt, das ist genau das, was ich hier mal gemacht habe, um zu erklären, wie man jetzt letztlich diesen Mehrwert auch wieder schaffen kann oder wie das theoretisch funktioniert. Weil mir wichtig war, dass wir nochmal verstehen, dass es nicht nur eben den reinen Geschäftsprozess gibt, sondern es gibt halt drumherum auch nochmal ein Ökosystem. Hier am Beispiel von einer Customer Journey dargestellt. Also ich habe, oder eine User Journey. Ich habe eine User Journey oben und diese User Journey hat verschiedene Schritte. Beispielsweise auf meiner Plattform, auf meinem Webshop, auf meiner Applikation, wie auch immer. Und der User, der interagiert mit meinem digitalen Produkt. Also ich möchte einen Film suchen. Das heißt, ich möchte einen Film schauen, ist vielleicht der erste Schritt in meiner User Journey. Aber der erste Schritt in meinem Geschäftsprozess ist, dass ich quasi die Applikation erstmal starten kann, mich einloggen kann und da quasi auf die Suche gehen kann, also auf den Suchbutton gehen kann. Das heißt, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen der User Journey und den Geschäftsprozessen und der und sogenannten Business Processes an der Stelle. Das heißt, auch da habe ich nochmal die große Aufgabe, das sauber zu mappen und das sauber abzubilden. Aber Fakt ist, ich habe dann meinen schwarzen Kasten, das ist mein digitales Produkt. Also nehmen wir mal meine Plattform. Unterhalb dieser Plattform wird quasi ein Geschäftsprozess abgebildet von Schritt 1 bis Schritt 4. Und aus diesem Geschäftsprozess findet jetzt quasi diese Digitalisierung statt im Sinne von Daten werden generiert entlang des operativen Geschäftsprozesses. Warum betone ich das so, dass es der operative Geschäftsprozess ist? Ja, weil man oft vergisst, dass ich diese Daten jetzt im ersten Schritt noch gar nicht so sehr für die Analyse verwenden kann, sondern ich muss mir eine Umgebung schaffen, eine sogenannte Datenumgebung, auch wahrscheinlich bekannt für alle, wo ich die Daten aus den operativen Systemen in eine dispositive Umgebung rüberziehe. Gibt es verschiedene Konzepte, Data Warehouses, Data Lakes, kann das aber auch in anderen Formaten machen, in anderen technischen Konstrukten abbilden. Aber das heißt, dieser Schritt der Digitalisierung ist der erste Schritt, um diese Daten überhaupt zu erheben, den sogenannten datengenerierenden Prozess abzubilden und dann diese Prozessierung, um Informationen zu generieren, die Analyse und um dann zum Beispiel auf Basis des Modells einen Mehrwert zu generieren. So, und jetzt, dieser ganze untere Block ist quasi das, was wir in der Data Science oder in der AI oft machen. Aber was wir dann eben machen müssen, und das ist quasi auch der letzte entscheidende Schritt, um diesen Mehrwert wirklich zu exploiten oder zu generieren für mein digitales Produkt ist, ich muss wieder irgendwie diese Integration schaffen. Das heißt, als Datapreneur muss ich mich nicht nur darum kümmern, wie baue ich jetzt ein Modell nach dem anderen, also wie mache ich quasi diese Pyramide von oben nach unten oder von unten nach oben, sondern ich muss mich auch ganz intensiv darum bemühen, an welcher Stelle passt eigentlich diese Lösung wieder in meinen Geschäftsprozess rein und in meine digitale Applikation zum Beispiel, sodass sie quasi dem User in seiner User-Journey auch einen Mehrwert liefert. Also zum Beispiel das Recommendation-System oder das Abwanderungssystem für den Kollegen im Callcenter oder die Fraud Detection und. Und das ist quasi der Gesamtprozess, um den man sich eigentlich in der Data Science oder dann darüber hinaus im Datapreneurship auch kümmern muss. Ganz kurz und schnell der Unterschied nochmal zwischen einem digitalen Produkt und einem Datenprodukt an der Stelle. Den Begriff würde ich jetzt nämlich gerne nochmal einführen. Digitales Produkt ist, glaube ich, relativ klar. Als Beispiel habe ich jetzt einfach hier mal Jira verwendet. Ich habe einen User-Input, den gebe ich rein in mein System. Ich speichere die Daten in den operativen Datenbanken. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Und wenn ich jetzt irgendwas von diesen Daten brauche, dann kann ich die aufrufen und kann mir die anzeigen lassen. Im Datenprodukt ist es ja so, und jetzt Definition Datenprodukt für eine Sekunde mal so verstehen, dass mein ganzes System, mein digitales Produkt auf Basis dieser sogenannten Data Features, wie ich das nenne, von einem digitalen Produkt immer stärker in Richtung ein Datenprodukt transformiert. Ich gehe mal weiter, ich habe wieder meinen User-Input, also am Beispiel Netflix zum Beispiel, den gebe ich rein in meine Plattform. Die Daten werden auch in den operativen Systemen gespeichert, aber gleichzeitig werden die Daten auch rausgeleitet, um sie quasi für Machine Learning oder für Data Science verfügbar zu machen. Und dann muss ich mich am Ende darum kümmern, dass diese Ergebnisse aus diesem Schritt irgendwie wieder in mein digitales Produkt einfließen und dem User zur Verfügung gestellt werden. Und das sind aus meiner Sicht sogenannte Data Features, wie zum Beispiel der Recommender bei Netflix eben auch ein Data Feature ist, neben den ganzen anderen digitalen Features, wie die Suche, wie das Einloggen, wie das Auswählen. Und deswegen wird für mich
irgendwie ein digitales Produkt, je mehr Data Features ich einbaue, zum sogenannten Datenprodukt. Und das ist vielleicht nicht die übliche Definition, die es im Markt so gibt, weil ein Datenprodukt oft anders definiert wird. Aber ich würde es gerne so machen. Ein Datenprodukt ist jede Art von Produkt, egal ob es jetzt eine Hardware, eine Software oder ein Service ist, das quasi um Data Features erweitert wird, die einen signifikanten Mehrwert zum Produkt liefern. Und wenn das Produkt quasi in dem Falle jetzt ein kundenzentriertes Produkt ist, dann muss es einen signifikanten Beitrag zu zum Beispiel meinem Geschäftsmodell liefern oder einen signifikanten Beitrag zur Kostenersparnis liefern oder zur Beschleunigung des Prozesses oder zur Vereinfachung des Prozesses für den Nutzer. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es muss immer jemanden geben, der von diesem signifikanten Mehrwert profitieren kann. Und das ist letztlich dann auch der Unterschied, warum wir im Produkt auch oft über Outcomes sprechen und im Projekt oft über Outputs, weil im Projekt generiere ich halt quasi Outputs. Wenn ich ein gutes Projekt mache, dann kommt am Ende Output raus. Und im Vergleich zwischen Output und Outcome, Outcome braucht immer einen Empfänger, der mit diesem Output irgendwas anfangen kann und daraus einen Added Value generiert. Das heißt, das als Definition für so ein Data Product, mal als auch unsere Definition, wie wir das bei Mindview so sehen. Jetzt ist die Frage, was ist dann eigentlich ein Datapreneur? Und ich glaube, der Titel dieser Veranstaltung war ja quasi auch dazu gedacht, um da mal einzusteigen, was ein Datapreneur tut, was ein Datapreneur macht und was ein Datapreneur letztlich am Ende des Tages auch verantwortet. Das ist, da werde ich in letzter Zeit und in den letzten Monaten oft gefragt, was ist denn jetzt genau ein Datapreneur? Und ich kann da viele, viele Beispiele nennen, auch für sehr, sehr gute Datapreneurs, die es heute da draußen schon gibt. Aber grundsätzlich hat ein Datapreneur erstmal sehr gutes Verständnis zum Thema Produktmanagement. Er weiß, wie man Produkte baut, und zwar eben nicht nur, also nicht despektierlich gemeint gegenüber Projekten, gar nicht missverstehen, aber ein Produkt muss quasi nochmal ein bisschen anders gemanagt werden wie ein Projekt. Da gibt es ja auch genügend Frameworks da draußen. Auch die werde ich später nochmal kurz auflegen, welche Frameworks es da draußen gibt. Aber es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Projektmanagement und Produktmanagement. Das ist quasi die erste Kompetenz, die so ein Datapreneur mitbringen muss für mich. Das zweite ist, der Datapreneur muss quasi so ein Full-Stack-Data-Scientist sein. Also nicht, er muss kein Full-Stack-Data-Scientist sein im Sinne, dass er muss es alles selber können. Aber ich habe es mal genannt, er muss quasi so Full-Stack-Data-Challenges tackeln können. Also er muss wissen, was quasi diese in der Data-Science-Welt so los ist. Er muss verstehen, wie solche Algorithmen vielleicht auch gebaut werden können. Vielleicht kann er sie im Zweifelsfalle nicht mehr selber bauen oder nicht selber bauen. Das ist, glaube ich, auch nicht die Erwartung. Der kann ja keine eierlegende Wollmilchsau sein, der am Ende des Tages alles kann. Aber er muss ein gutes Verständnis über die Data Science und die AI haben. Und wie gesagt, für mich gilt es dann auch wirklich bis runter, bis aufs Blech. Ich muss zumindest verstehen, wie ein Hyperscaler funktioniert, was die Managed Services da drin machen, wie die funktionieren und welchen Beitrag sie für mein Data Product auch haben können. Dann muss er quasi diese agilen Umgebungen auch für die Operationalisierung der Produkte gut im Griff haben innerhalb von dieser Datenumgebung, weil wenn wir jetzt zurückkommen an das Beispiel, dass so ein Datenprodukt eigentlich Data Features hat, dann funktioniert die Operationalisierung und der Betrieb von so Data Features nochmal anders wie die Operationalisierung des gesamten digitalen Produkts. Also da gibt es ja auch wieder einen DevOps-Betrieb oder da gibt es auch einen DevOps-Prozess. Und das muss man sauber ineinander integrieren können. Und alles in allem ist ganz wichtig, dass der User, der eigentlich den Outcome nutzen soll oder konsumieren soll, dass der auch Lust auf das hat, was wir da zeigen. Auch in der Data-Welt. Also ein Recommender, der nicht funktioniert oder ein Recommender, der mir die ganze Zeit uninteressante Empfehlungen macht, ist natürlich irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das nächste Thema ist, wird auch gerade sehr stark ja durch die EU gestresst, ist das ganze Thema, ist es eigentlich richtig, diese Daten, also auch moralisch vertretbar, diese Daten im richtigen Umfeld zu nutzen. Da spielt man sehr viele Themen in der Data Governance an, da spielt man sehr viele Themen vielleicht auch in der Security, aber auch in der Data Ethics an. Da muss ein Datapreneur aus meiner Sicht einfach auch ein Verständnis dafür haben und verstehen, was bedeuten denn eigentlich diese ganzen Themen hinter dem Bereich Data Ethics und Datenschutzgrundverordnung oder Datenschutzverordnung in der Schweiz. Genau, dann kommt jetzt der ganze Preneurship-Teil. Dieses ganze Thema Added Value und Business Impact, den muss man sauber herleiten können. Da muss man verstehen, wie das funktioniert.
Also es geht nicht nur darum, dann am Ende des Tages das Modell sauber zu optimieren und da eine gute Accuracy oder einen guten F1-Score rauszukriegen, sondern nochmal dieser Schritt vom, welchen Mehrwert liefert jetzt der Outcome aus meinem oder der Output aus meinem Modell für mein Geschäftsmodell und wie kann ich daraus quasi auch wirklich Beitrag zum Geschäftsmodell liefern. Also das ist eine Kernkompetenz vom Datapreneur für mich. Man muss verstehen, wie man solche Datengeschäftsmodelle entwickelt. Und drumherum braucht es meistens auch noch die geeignete datengetriebene Organisation mit Data Units, mit vielleicht auch cross-funktionalen Teams innerhalb der digitalen Organisation. Das sind alles Themen, die man an der Stelle mit berücksichtigen soll. Und wenn er ein ganz cooles Produkt erwischt hat oder einen ganz guten Case, dann schafft das sogar vielleicht ein ganz neues Geschäftsmodell zu entwickeln, wo das Data-Feature eigentlich wirklich der Kern des Geschäftsmodells ist, wie es zum Beispiel bei Netflix der Fall ist. Gut, das jetzt war mal im Schnelldurchlauf der Kern eigentlich auch dieses Webinars, warum das so heißt, wie es heißt. Jetzt ist die Frage, wie kann man eigentlich diese Common Pitfalls und die Challenges vermeiden? Da gehen wir jetzt nochmal auf dieses Statement zurück, das auch sicherlich viele von euch kennen. Aus 2019, 2020 wurde die Zahl nochmal bestätigt. Gartner hat gesagt, 90% aller Data Science Projekte scheitern. New Ventures sagt, 87% aller Data Science Projekte schaffen es nicht in Produktion. Das sind zwei unterschiedliche Aussagen aus meiner Sicht, aber wichtig zu verstehen ist, ich glaube, wenn man sagt, das Data Science Projekt hat keinen Beitrag geleistet, dann geht es genau um diesen letzten Sprung zwischen den ein gutes Modell bauen und einen Beitrag zum Geschäftsprozess liefern. Und da sind einfach die, sagen wir mal, Challenges oder Herausforderungen oder Wünsche, die wir sehen, oft sehr vergleichbar. Und die sind eben nicht nur auf der Business-Seite anzusiedeln, sondern sie sind auch oft auf der technischen Seite zu diskutieren. Ich gehe mal die ersten vier Elemente kurz durch. Das Thema Data Operating Model oder Data Product Operating Model. Ich denke, viele kennen das Thema, das ganze Thema Datenstrategie und wie arbeitet man eigentlich als Datenorganisation zusammen oder wie werden auch Datenteams in Produktorganisationen integriert, ist immer wieder ein Thema, das oft nicht sauber adressiert wurde, das man auch kontinuierlich weiterentwickeln muss. Ein Operating Model baut man nicht einmal und dann ist fertig, sondern es muss kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dann die Diskussion zwischen IT und Business. Diese Diskussion kennen wir ja auch aus vielen anderen IT-Bereichen. Ich glaube aber gerade im Data-Bereich ist es halt nochmal wichtiger, dass man da versteht, wie IT, Data und Business in dem Falle vielleicht auch miteinander interagieren müssen. Die Daten sind gerade vor allem in den operativen Systemen oft in sehr starken Silos. Das heißt, ich habe die Daten aus System A, also aus meinem CRM-System und die Daten aus meiner Plattform und die sind isoliert und da wird es halt sehr schwierig, manchmal die zusammenzubringen. Die sind überall verstreut und dafür muss man sich im Bereich Data Architecture eine gute Lösung überlegen. Genau, und das Thema Compliance mal als exemplarisches Beispiel. Welche Daten darf ich eigentlich wo speichern in meiner dispositiven Umgebung und wer darf wie, wo, wann drauf zugreifen? Das sind ja alles Fragen, die man in dem Zusammenhang sich stellen muss. Thomas. Ja, danke. Wenn wir über die Plattform nachdenken, wäre es falsch anzunehmen, dass die Beschaffung einer kommerziellen AI-Plattform oder einfach nur die Verwendung der Werkzeuge von den großen Hyperscaler die Lösung wären für die Plattformherausforderung. In der Regel ist es halt so, dass unterschiedlichste Use Cases auch mit verschiedensten Anforderungen daherkommen an eine AI-Plattform und oftmals werden dann mehrere Plattformen aneinandergereiht und es kommen dann halt auch oft Open-Source-Frameworks im Einsatz, die on-prem wie auch in der Public Cloud betrieben werden können. Dann sicher auch der Anwender selber. Wir haben natürlich mit vielen Anwendern zusammen, die hochprofessionell sind, die sehr gut mit den Open-Source-Frameworks umgehen können. Es gibt aber auch mittlerweile sehr gute Werkzeuge, kommerzielle Werkzeuge, wo es nicht immer die volle Voraussetzung ist, dass dann ein Vollblatt-Data-Scientist die dann anwendet. Wenn wir zum nächsten Punkt gehen, wenn wir zum nächsten Punkt gehen, Data Scientists, die wollen sich nicht mit der Infrastruktur zu tief auseinandersetzen. Die wollen einfach auf Knopfdruck ihre Ressourcen, Zugriff auf die Daten, Zugriff auf die Trainingseinheiten. Die wollen ihre Modelle dann, die Inference, dann möglichst automatisiert ausrollen, aber die wollen nicht warten. Das heißt, das Ganze muss sehr komfortabel sein im Konsum.
Im nächsten Punkt ist es halt schon so, dass die letzten Innovationen, die kommen aus diesen Open Source Communities, und entsprechend stark ist auch der Einfluss auf die Plattform generell. Und die Communities sind ein großer Bestandteil, die dienen dazu, dass wirklich auch diese neuen Erkenntnisse und diese doch neue Industrie den Zugang findet in die Unternehmen. Entsprechend groß ist das Interesse dann halt auch, dass wir von uns aus diese Communities fördern und unseren Kunden den Austausch ermöglichen, für die Kunden den Austausch ermöglichen. Ja. Danke. Da könnte man jetzt ewig diskutieren über die Pitfalls. Ich will kurz einmal andeuten, wie man die vermeiden kann. Und zwar folgendes: Wir haben so eine Murmelbahn gebaut und historisch gesehen, also das Grüne ist die Murmel und die fällt in die Murmelbahn. Und historisch gesehen hat man typischerweise immer erstmal mit dem Data Use Case angefangen. Man hat Data Science gemacht, man hat auch das ganze Thema Data Science, der Crisp Data Mining, darauf wollte ich hinaus, den Prozess angewendet, entwickelt irgendwie ein Data Feature und dann steht man da und dann muss das Data Feature irgendwie ins digitale Produkt. Und der Weg ist meistens halt nochmal sehr weit, um bis ins digitale Produkt zu kommen, weil vielleicht Integrationen in die Zielplattform, in die Zielarchitektur von Anfang an, wenn man den Data Science Use Case macht, nicht unbedingt mitmodelliert werden. Das heißt, man muss durch so eine Fuzzy Zone durch, wo am Ende dann festgestellt wird, ah ja, passt das Feature eigentlich in meinem Produkt? Wie passt es rein? Was ist der Beitrag zum Produkt? Wie kann das Data Feature als Element im digitalen Produkt mit integriert werden? Und am Ende kommt man ins Data Product rein. Und was wir aber sagen oder was wir quasi versuchen, ist, dass man eben nicht rechts rumläuft, sondern direkt links rum und im Zuge von so einem Produktmanagement-Ansatz das Thema Data Science mit integriert. Und das impliziert eben auch diesen Aufbau der crossfunktionalen Teams, die Integration von Data Science im digitalen Produktmanagement, um eben über schnelle Iterationen ins Datenprodukt reinzugelangen. Und dazu, Thomas? Ja, ich denke, es gibt auch noch eine sehr starke technische Herausforderung in der Bereitstellung der Systeme. Google hat diese Herausforderung schon bereits vor 6 Jahren mit dem Begriff Technical Debt beschrieben. Das heißt, wenn man sich mal nach rechts das Bild anschaut, dann sieht man eigentlich, dass sich ja die Data Pipeline oder dieser Machine Learning Workflow aus einer Kette von Modulen zusammensetzt. Die kommen alle mit sehr unterschiedlichen Anforderungen daher. Das heißt, unterschiedliche Workload-Stacks müssen aufgesetzt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Gewisse Bereiche dort sind sehr compute-intensiv, zum Beispiel die ganze Datenaufbereitung, aber auch das Training. Dann andere Bereiche sind vielleicht weniger compute-intensiv, wie die Inference, also das ausgerollte Modell in der Anwendung, aber dafür ist es sehr zeitkritisch. Und wenn man sich das mal in Relation zu dem kleinen Teil Machine Learning Code in der Mitte dort vom Algorithmus selber anschaut, es ist eigentlich ein Wahnsinn, wie viele Umsysteme bereitgestellt werden müssen, um dann wirklich diese ganze Kette zu bedienen. Was wären dann Conditions for Success? Da gehen wir nochmal kurz rein, um sicherzustellen, dass ihr alles in der Hand habt, was man braucht. Ich glaube, wichtig ist, dass man eben diese drei Elemente jetzt zumindest mal von unserer Sicht auf der Mindful-Seite berücksichtigt. Irgendwie muss ich schauen, dass ich das Thema Daten in meiner Organisation als Kompetenz aufbaue und verstehe, dass ich auf Basis von Daten jetzt nicht nur Mehrwerte nach innen gerichtet vielleicht auch liefern kann, um Geschäftsprozesse zu optimieren, sondern eben auch Daten als Wettbewerbsvorteil steht, um digitale Produkte oder auch gesamte Geschäftsmodelle oder Revenue Streams zu unterstützen. Wenn man in Produkten denkt, ist es wichtig, dass man immer wieder auf das Thema Outcome versus Output kommt. Das ist ja auch im digitalen Produktmanagement wohl bekannt, der Unterschied. Und auch den gilt es für Datenprodukte zu denken. Das heißt, eigentlich kann man fast postulieren, dass jedes digitale Produkt irgendwann mal ein Datenprodukt sein wird, in der Definition, weil jedes digitale Produkt sogenannte Data Features bekommt. Und dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass man einfach die Hoheit über seine Daten hat und die sauber im Griff hat, sowohl was die Governance als auch die Sicherheit angeht. Also dieses Thema Unifying, die Security und die Governance, das im sauberen Maße zu tun, während man die Daten erhebt. Thomas? Ja.
Ja, in der Zusammenarbeit mit Ceruna fokussieren wir natürlich darauf, dass das Data Product Operating Modell die Infrastruktur harmonisiert. Also wir versuchen möglichst redundante Umgebungen, also multiple Umgebungen zu vermeiden und das zusammenzuführen, wohlwissend, dass es immer irgendwo ein Zusammenschluss ist von verschiedenen Infrastrukturelementen. Wir wollen auch sicherstellen, dass wir die neuen Möglichkeiten auch einsetzen. Heute kann man zum Beispiel die ganze Data Pipeline kann man mit GPU-Ressourcen beschleunigen. Das bringt enorm Vorteile in der Umsetzung von ganz spezifischen Use Cases und natürlich auch der Einsatz von Object Store. Man braucht keine teuren, aufwendigen Hadoop-Umgebungen mehr. Man kann heute doch sehr einfach mit Object Stores, aber auch mit dem Einsatz von Kubernetes sehr On-Demand-Ressourcen bereitstellen. Und letztlich der wichtigste Punkt, ich meine, um diese Data, zukünftigen Datenprodukte auch alle in den Betrieb und über den ganzen Lifecycle dann auch zu stützen, ist halt auch diese ganze Monitoring und auch die Sicherheit von diesen Plattformen enorm zentral, um wirklich die erfolgreichen Datenprodukte zu garantieren. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich schaue die ganze Zeit schon auf die Uhr und werde nervös, weil wir natürlich wie immer zu viele Slides dabei haben. Aber letztlich komme ich sicher Richtung Use Case auch gemeinsam mit Stefan nochmal. Was braucht's? Und die Lösung aus meiner Sicht ist klar, man muss einfach Kompetenzen aus dem Data Science Bereich, also was braucht's, um Datapreneur zu werden, die Kompetenzen aus dem Data Science Bereich mit den Kompetenzen aus dem Produktmanagement vereinheitlichen. Und das heißt bei uns eben einen Ansatz zu schaffen, der nennt sich Data Product Management. Und auf Basis von Data Product Management kann man dann eben neue Geschäftsmodelle, Data Features designen, die eben eine Unterstützung fürs normale digitale Produkt oder für den Revenue Stream da definieren. Was heißt es konkret? Ich habe es am Anfang mal kurz gesagt, es gibt im Bereich Produktmanagement sehr, sehr viele Frameworks. Safe, Less, Fleet, Spotify, Dual Track Agile von Marty Kagan. Es gibt Scrum für die Softwareentwicklung, Kanban, DevOps. Ich glaube, da hat jeder schon mal irgendwas gehört. Und aus der Data Science gibt es quasi die Vorgehensmodelle, Crisp Data Mining, MLOps, DataOps, gibt es auch viele Nischen-Vorgehensmodelle und Frameworks. Und was wir eben auch bei Mindful gemacht haben, ist, wir haben uns die besten Elemente der jeweiligen Frameworks angeguckt und haben die nochmal in ein dediziertes Framework gekippt, die es eben ermöglichen soll, sowohl für die Organisation, für die Entwicklung von sogenannten Datenprodukten und aber auch für die Operations von sogenannten Datenprodukten, alles an der Hand zu haben, damit man das sauber und erfolgreich tun kann. Was muss man dabei berücksichtigen? Nicht erschrecken bei dieser Folie. Die Folie kennt eigentlich der ein oder andere Data Scientist unter euch sicherlich, weil das ist das Crisp Data Mining Modell, einfach nur ein bisschen spezifizierter aufgebrochen. Links geht es von der Use Case Idee über die Exploration, über das Data Understanding in die Prototypphase. Man sagt auch oft Lab-Phase dazu und dann geht es irgendwann in die Produktivierung, über die Pilotierung, die Skalierung und die Operations. Und unten drunter brauche ich halt ein vernünftiges Operating Model. Und auch das ist sicherlich bekannt für den einen oder anderen, der im Bereich Datenstrategie schon mal was gehört hat. Ich brauche irgendwie eine saubere Organisations-Setup. Ich muss mir die Rollen überlegen. Also was macht eigentlich mein Data Engineer, mein Data Scientist, mein Data Architect? Wie sieht eben der ganze die Prozesse aus, die Governance drumherum? Wie sieht die Collaboration aus zwischen den Leuten, also zum Beispiel zwischen dem digitalen Produktteam und dem Data-Team? Wie ist die Schnittstelle? Brauche ich einen Data-Product-Owner oder bauen wir cross-funktionale Teams, die integriert sind? Und wie funktioniert das Knowledge-Management? Das sind alles so die sogenannten Business-Dimensionen. Und wichtig zu verstehen ist, die Business-Dimensionen alleine reichen nicht, sondern ich muss halt vor allem auch mich auf die technischen Dimensionen mal fokussieren. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Als Datapreneur bin ich Full-Stack. Ich verstehe, wie Architektur und Plattform funktionieren. Ich weiß, was mein Cloud-Management braucht, einfach weil es einen Unterschied macht, ob ich halt alles fully nach AWS schiebe oder mit AWS und Azure gehe oder eben auch noch mein eigenes Rechenzentrum zu Hause habe, in dem ich eigentlich auch viel auslagern könnte. Das ganze Thema Protection und Security, dazu das Thema Lifecycle-Management und das ganze Thema Provisioning, Monitoring und Commissioning für die ganzen Applikationen sind einfach Themen, die ich als Datapreneur mitdenken muss. Und an der Stelle, Stefan. Danke, Nadim. Ja, jetzt AI-Infrastruktur, Datenarchitektur, das Thema, das kann man relativ einfach eigentlich abstrahieren. Wir haben die zwei Teile, die Thomas und Nadim schon erwähnt haben. Wir haben auf der einen Seite Machine Learning Workflow, also das, die ganzen Compute-Themen, und dann
die Datenstrategie, also das heißt die Datenablage, den Data Hub oder den Data Lake, wo wir davon ausgehen und auch aus der Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und über diese haben wir immer dieselben Themen, nämlich Architektur, hat Nadim vorher schon erwähnt und Thomas auch. Was nehmen wir für Architektur? Gehen wir in die Cloud? Bleiben wir on-prem? Verteilen wir das Ganze irgendwie? Auch Multicloud-Thema, also das heißt mehrere Clouds für mehrere Anwendungen. Die ganze Compliance wird immer wichtiger, Protection und vor allem in der heutigen Zeit Security. Das Thema, da könnte man endlos darüber diskutieren, was heute mit Security zu tun hat. Es sind unsere Daten, die können irgendwie infected werden, die können verschlüsselt werden und so weiter. Das sind wichtige Themen und dann vor allem das ganze Lifecycle-Management, was die Infrastruktur ja immer das Problem hat, das ganze Lifecycle-Management, wo da noch mehr zum Tragen kommt, da ich verschiedene Plattformen habe, teilweise Open-Source-Plattformen habe und so weiter, die vielleicht nicht so einfach Lifecycle-Management zulassen. Nächste Folie. Den ganzen Machine Learning Workflow hat ja Thomas vorher erklärt, aber am einfachsten geht man vor, wenn man Richtung Infrastruktur geht, das Ganze ein bisschen in Workload-Kategorien aufzuteilen, dass man einfacher die einzelnen Module auf die bestehende Infrastruktur oder auf eine zukünftige Infrastruktur verteilen kann. Das sind unterschiedliche Anforderungen jeweils für jeden Workload, jeden Prozess, den ich da ausführen möchte. Die einen sind sehr rechenintensiv, da hat Thomas schon erwähnt, mit den ganzen GPU-Grid-Karten, wo ich eine sehr hohe Rechenleistung für AI-Operationen bekomme, oder dann halt wieder das Thema Storage. Es sind riesen Datenmengen teilweise, da habe ich das Thema teuer Storage, billiger Storage. Trotzdem benötige ich eine gewisse Performance zwischen Compute und Storage, dass ich auch die Prozesse schnell und einfach ausführen kann. Also es bringt mir nichts, wenn ich schnelle Compute-Lösung habe und die Daten kommen nicht so zügig rein, wie ich das gern hätte und so weiter. Also so geht man heute vor, um eine Architektur zu bauen und zu sehen, also das ist heute meine Aufgabe eigentlich, was hat der Kunde, wo will er hin und was sind die Anforderungen jetzt zum Beispiel von Nadim, die er neu hat, dass man das ein bisschen vergleichen kann und dann auch eine Strategie entwickeln kann, wohin es geht. Wir haben verschiedene Enterprise-Workloads, die werden heutzutage eigentlich alles, was so Datenbanken und so weiter sind, schon recht viel in der Cloud konsumiert. Aber ja, was jetzt mit Machine Learning und so weiter in diese Richtung gemacht wird, das wird sich in den nächsten Jahren massiv verändern und bis 2025 werden solche Themen eigentlich den Großteil der Infrastruktur, was in der Cloud konsumiert wird, ausmachen. Es ist nicht so einfach, das Ganze zu verschieben zwischen den einzelnen Standorten, also On-Prem, Cloud und so weiter, oder zwischen verschiedenen Clouds. Hier ist es wichtig, dass man sich nicht nur auf Cloud-Native-Workloads verlässt. Da gibt es schon einfache Systeme, Leute wie Nadim relativ einfach zusammenklicken können und eigentlich auch einfache Lösungen haben, aber die sind teilweise Cloud-Native. Und wenn ich dann irgendwann in die Situation komme, aus rechtlichen Gründen, Compliance-Gründen und so weiter, dass ich wirklich meine Verarbeitung nicht in der Cloud haben darf oder kann, dann heißt es wieder On-Prem und dann muss ich die Entwicklung zum Beispiel wieder zurückziehen und das kann ich nicht so einfach machen, wenn ich Cloud-Native Workloads benutze. Es ist auch, die Cloud ist da relativ einfach, was
Konsumation, also Consumption Models betrifft. Ich zahle das, was ich bekomme. Das kann ich aber auch auf der Seite von On-Prem. Heute gibt es Modelle, wo ich dasselbe auch On-Prem bei mir im Datencenter haben kann, dass da das alles so betrieben wird oder sogar ich pro Compute-Ressource oder Storage-Ressource Kosten generiere auch On-Prem. Also die Möglichkeit habe ich auch. Und heute ist es eigentlich so, dass die heutigen Lösungen mit VMs, also das heißt virtuelle Maschinen, die heute eigentlich zu 90% von allen Firmen verwendet werden, sich transformieren, vor allem im AI-Bereich. Das sind jetzt Container, also Kubernetes mit Container, die Basis, das Management darum. Die Container sind agil, flexibel. Die kann ich auch eben von der Cloud wieder zurücknehmen, on-prem. Das Ganze hat Self-Service, Self-Management, Self-Healing ist auch ein großes Thema. Das heißt, in der Infrastruktur kann ich das, die Infrastruktur heilt sich selber und vor allem auch, ich kann meine Workloads, wenn ich sie benötige, skalieren. Ich weiß heute nicht, was die Anforderungen der Zukunft sind. Und mit solchen Lösungen, gerade mit Kubernetes oder mit der Container, mit Containerlösungen bin ich da relativ einfach unterwegs und kann parallel skalieren, meine Ressourcen skalieren und so weiter. Ich benötige dafür nur weitere Compute oder Daten, Datenablagen und kann das relativ einfach skalieren. Ja, vielen Dank, Stefan. Ich würde das Webinar jetzt gerne abschließen noch mit dem Beispiel, mit dem Use Case Beispiel, aber bevor wir da reingehen, mache ich noch einen letzten Hinweis, weil ich weiß jetzt ja natürlich nicht, wie die Audience hier heute aussieht, aber wenn ihr eher aus dem Business kommt, also auch eher so ein Typ seid wie ich, der irgendwie aus dem Business gestartet ist, dann ist quasi die Aufgabe von dem Datapreneur, dass man zumindest in den Grundzügen versteht, was der Stefan da gerade präsentiert hat, aus meiner Sicht. Also jeder Business-Kollege unter uns, was ein Workload ist, das muss man einfach irgendwie verstehen, weil selbst wenn ich das als Managed Service in der Cloud heute kriege, muss ich auch da verstehen, was die Kollegen mir da anbieten von GCP, AWS, Azure. Das heißt, da auch ein gewisses Grundverständnis zu haben, wie Kubernetes funktioniert, warum das sinnvoll ist und was ich da für Vorteile habe, das ist eine Grundvoraussetzung für mich zum Datapreneur. Gleichzeitig, wenn ich aus der IT komme, vielleicht sogar aus der IT-Infrastruktur, dann muss ich einfach ein bisschen verstehen, wie diese Workloads auf der Machine Learning-Seite aussehen. Ihr müsst quasi verstehen und meine Anforderungen nachvollziehen können, die wir als Kollegen aus dem Business haben, weil wir wollen ja, wie gesagt, die Mehrwerte für unser Geschäftsmodell schaffen. Das heißt, stellen wir uns vor, jeder von euch ist jetzt quasi der Produktmanager vom Thermomix. Ihr habt eine digitale Plattform, das seht ihr, das Gerät kennen vielleicht auch die ein oder andere oder jeder, der auch schon mal mit uns zu tun hatte, weiß, dass wir sehr, sehr stark auch mit Thermomix in Verbindung stehen, weil Max ja früher der globale Produktmanager von diesem Gerät war. Und ihr seht jetzt hier ein Hardware-Produkt. Also wir haben hier ein Produkt, das war eine Hardware, das ist das Küchengerät. Und auf dem Produkt läuft heute ein digitales Produkt. Auf dem Display seht ihr die Cookidoo. Das ist die digitale Plattform auf dem Gerät. Und die digitale Plattform hat heute 60.000 Rezepte. Und der Thermomix wird in 75 Ländern verkauft. Und die Cookidoo ist in 39 Ländern verfügbar. Dann auf der Cookidoo arbeiten jeden Tag oder sind jeden Tag 2 Millionen Menschen, die sich ihre Rezepte zusammenklicken, vorbereiten und mit dem Gerät kochen. Die Daten, die aus diesem System entstehen, die können wir verwenden, um ein digitales Geschäftsmodell von der Cookidoo, um Datenfeatures zu erweitern. Und das ist genau das, was wir ja machen. Also auf der Cookidoo gibt es heute einen Recommender. Es gibt Trending Recipes. Das heißt, man kann sich anschauen jetzt über die Osterzeit oder über die Frühlingszeit, welche Rezepte kommen jetzt. Und diese Trending Recipes sind auf Basis von Nutzern designt, auf Basis von Nutzungsdaten. Und das ist das, was den Content, diese 60.000 Rezepte auf der Cookidoo wieder interessant macht. Und das führt vielleicht auch dazu, dass jetzt zum Beispiel die Cookidoo, der Zugang kostet 2,99 im Monat, 36 Euro im Jahr, dass einfach mehr Leute Spaß mit der Cookidoo haben, weil ihre Rezepte oder ihre Empfehlungen maßgeschneidert für sie dargestellt werden. Das heißt, wir versuchen auf Basis der datengetriebenen Services die sogenannte Customer Lifetime Journey den Customer Lifetime des Kunden zu erhöhen und natürlich den NPS zu treiben, dass der Nutzer Spaß hat, mit der Plattform zu interagieren.
Und dass diesen Erfolg, den, wenn wir da heute zurückschauen oder auch Max und ich da zurückschauen, das hat ja 7 Jahre lang gedauert. Also ich habe bewusst das Vorwerkbeispiel nochmal genommen, weil das für Netflix und Co. immer sehr obvious, also offensichtlich wirkt. Aber wenn mich heute jemand fragt, okay, was waren denn so die Erfolgsfaktoren, dann kann ich von Anfang an sagen, wir haben das Thema Daten, wir nennen das Datability, wir haben das Thema Daten immer schon im digitalen Produkt mitdiskutiert. Also während wir quasi die Cookie-Tool designt haben, haben wir immer wieder überlegt, was können wir mit den Daten machen, wie können wir mit den Daten arbeiten, und wir haben weniger auf dieses Proof of Concept, also jetzt lass uns mal die Daten nehmen und irgendeinen POC machen, sondern wir haben immer gleich vom Outcome her gedacht. Und das ist quasi eben rechts unten das sogenannte Product Mindset, das als quasi Kernkompetenz dafür, dass man immer wieder im Outcome denkt und wie wir einen Mehrwert mit Daten schaffen können. Und das haben wir kombiniert mit dem Thema Customer Analytics. Das heißt, während wir die Nutzungsdaten der Cookidoo uns auch wieder angeschaut haben, haben wir dort immer wieder Data Science Methoden mit reingebracht, um besser zu verstehen, wie der Kunde diese Plattform nutzen will, um unser Geschäftsmodell überhaupt designen zu können. Also das ganze Thema Desirability aus dem Produktmanagement oder das Thema Customer Understanding, das, was UX quasi als Kernkompetenz mitbringt, das haben wir von Anfang an immer mit dieser Data Science Komponente verknüpft. Und im letzten Schritt haben wir daraus eine sogenannte Execution Engine gebaut. Das heißt, wir haben mit einem sauberen Discovery-Delivery-Prozess im Zuge der Discovery die Anforderungen analysiert und die sauber an die Umsetzungsteams gegeben. Und die Umsetzungsteams waren cross-funktional, also Software- und Plattformentwickler mit den Data Science-Kollegen zusammengemappt in einem Team, kombiniert mit den Architekten für die Infrastruktur. Und ich kann euch sagen, die Architektur heute, um in 75 Ländern über 4 Millionen Geräte zu versorgen und zu bedienen mit dem Content on Device, da könnt ihr euch vorstellen, wie sowohl die operative Architektur, aber auch die dispositive Welt dazu aussieht. Max hat mal einen schönen Satz gesagt auf einer Konferenz 2018, und damit würde ich den Vortrag heute auch schließen. Er hat damals gesagt, das Problem vom Problem ist eigentlich, also damals war er noch Senior Product Manager und Head of Data Products bei Thermomix. Er hat damals gesagt, das Problem, das wir auch als Vorwerk haben, ist, dass die Hardware super wichtig ist. Die Hardware ist das Herzstück von Vorwerk, der Motor. Oh mein Gott, also wenn man heute durch Wuppertal läuft, dann ist der Motor ist immer noch das Herzstück, und das ist auch super wichtig. Die Software drumherum, die Cookidoo, ist super entscheidend, aber die Daten, die wir quasi mit den Mehrwerte, die wir auf Basis der Daten bauen können, die kann man nicht kopieren. Also, weil wenn man sich vorstellt, dass vielleicht auch mal ein Marktbegleiter aus dem Silicon Valley auf das Thema draufspringt. Also ich nehme mal ein Beispiel, eine Firma mit einem Apfel als Logo interessiert sich jetzt plötzlich für den Küchenmarkt, weil die sich auch für Gesundheit interessieren. Die würden jetzt anfangen, ein Küchengerät zu designen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die in der Hardware relativ gut wären. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die in der Software relativ gut wären und das in ihr Ökosystem gut einbauen können. Aber diese Millionen und Milliarden von Kochsessions, die wir heute schon haben, da bin ich gespannt, wie schnell sie die dann wirklich kopieren oder auch aufbauen können. Und deswegen sind Data Products so entscheidend für uns, und deswegen glauben wir an das Thema Datapreneurship. Und an dieser Stelle haben wir noch 5 Minuten. Statt 15, das war abzusehen, wenn ich irgendwo ein Webinar halte. Aber ich freue mich dennoch und freue mich jetzt nochmal auf eine Frage, wenn es was gibt. Oder wir freuen uns auf Fragen, Peter. Ja, super, vielen Dank, Nadim. Ja, es sind ein paar Fragen eingegangen. Ich denke, wir gehen auch auf die Fragen ein, werden ein bisschen überziehen. Also, dann stelle ich die erste Frage gleich mal auch in die Runde. Und zwar, wie schätzen Sie das Werkzeug Kubeflow auf Kubernetes ein? Ist das lediglich eine Spielerei oder eine ernstzunehmende Lösung für ML? Machine Learning, ja. Thomas, magst du? Oder soll ich? Ich kann hier mal einhaken. Also Kubeflow hat ein zentrales Thema, das ist möglichst alle Frameworks, gängigsten Frameworks, sei das Spark, TensorFlow, PyTorch, auf Kubernetes zu betreiben und die einzelnen Framework-Module unter einem Dach zu vereinen. Und das ist wirklich ein sensationeller Ansatz. Es gibt verschiedene Hersteller, wie jetzt Google oder auch Cisco, ist da recht aktiv mit Kubeflow. Wir sehen einfach heute noch verschiedene Shortcomings im Version-Controlling, Team-Collaboration und Automatic Tracking of Experiments. Da braucht es noch Verbesserungen. Und wir sehen schon, dass der Weg dorthin passt. Wir sehen es aber nicht heute
100, bei unseren Kunden in voller Produktion. Ja. Gut, vielen Dank, Thomas. Ich hoffe, die Frage ist so beantwortet, sonst gerne nochmals im Chat nachhaken. Dann die zweite Frage. Wie kann der Kunde von der Zusammenarbeit mit einem Seruno-Partner in Kombination mit Mindfuel profitieren? Was ist der Wertbeitrag für den Kunden? Ja, die nehme ich mal und würde es so beantworten. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, wenn man so ein Datenprodukt designt oder baut, dass man am Anfang einfach alle am Tisch haben sollte. Und deswegen ist sehr wichtig ist, also ich mache ein Beispiel, wir wollen ein Haus bauen, das ist ja mein Lieblingsbeispiel. Wenn Mindfuel quasi so ein bisschen der Architektenrolle einnimmt, also wir zeichnen das Haus, machen die Statik, Boden, Grundlagenermittlung etc. pp., dann brauchst du auch die Leute, die am Ende des Tages das Haus bauen, die brauchst du am Anfang einmal mit am Tisch, damit quasi die Schnittstellen sauber funktionieren, damit jeder weiß, was zu tun ist. Und Seruno ist eben derjenige, der das Fundament am Ende des Tages bereitstellt, die Infrastruktur, die Basis, damit das Haus sauber stehen kann. Und ich glaube, der Kunde profitiert am Ende des Tages dadurch, dass man eben an der Stelle Leute zusammenbringt, die sich gegenseitig verstehen, die wissen, wie man das am Ende aufbaut. Und der Wertbeitrag, den der Kunde dadurch hat, ist einfach eine saubere Lösung end-to-end aus einer Hand, wäre jetzt mein Vorurteil, den ich da sehen würde. Ja, man muss sehen, der Kunde hat ja nicht immer einen Neubau, er hat viel auch Umbauten und das ist vor allem dann auch das Thema, wo es dann wichtig ist, auch das bestehende Fundament weiter zu verwenden oder zu erweitern. Mhm. Ja. Vielen Dank, Nadim und Stefan. Ich hoffe, die Frage ist so auch beantwortet. Dann vielleicht nochmal rückwirkend zur ersten Frage. Da kommt noch eine Zusatzfrage. Wenn Kubeflow noch nicht die gewünschte Reife hat, gibt es ein anderes Open-Source-Werkzeug für Machine Learning auf Kubernetes, das Sie empfehlen können? Wirf ich so auch in den Raum? Es ist ja so, dass ja die wie jetzt TensorFlow, PyTorch, Spark, Rapids, es gibt Airflow, es gibt endlos viele Open Source Bausteine, die sich ja nachher wieder im Kubeflow finden, die heute schon enorm stark verbreitet sind, aber noch nicht unter einem einheitlichen Kubernetes-Dach geregelt sind. So könnte man es vielleicht die einzelnen Module sind ja heute schon sehr stark im Einsatz. Jetzt auch gerade zum Beispiel Spark 3.1 läuft heute voll produktiv, kann voll produktiv eingesetzt werden, läuft zu 100% auf Kubernetes und auch mit Object Store. Ja. Aber ich glaube, die Frage, ob es halt nochmal so eine andere Empfehlung aktuell zu Kubeflow gibt, das ist ja die Antwort. Ja. Wenn man, es gibt heute kommerzielle Anwendungen, die von zum Beispiel DataRobot, DataIQ, Palantir, gibt SaaS, es gibt viele, viele wirklich gute kommerzielle Tools, die eine Reihe von diesen Kubernetes Open Source Module mit einem hohen Anwenderkomfort vereinen. Nur müssen die dann halt über die Lizenzen beschafft werden. Genau, und ich würde so rum sagen, gibt es irgendwie nicht, weil einfach das halt wieder die Tatsache ist zwischen, sagen wir, proprietärer Software und Open-Source-Lösungen. Da haben wir halt immer die Tatsache, dass die Proprietären genau das tun. Sie nehmen sich Open-Source-Lösungen und machen sie quasi produktiv für die Organisation. Und in dem Falle wurde jetzt nicht Kubeflow verwendet, aber es wurden halt einfach andere Lösungen geschaffen an der Stelle. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, die Frage ist somit beantwortet. Dann haben wir noch weitere Fragen. Und zwar, mit welchen Leistungen geht die Mindfuel und die Seruno auf den Kunden zu? Ich fange einfach mal an. Stefan, du ergänzt, wo sinnvoll. Also typischerweise, was wir am Anfang meistens tun, ist, wir müssen halt verstehen, welches Produkt soll gebaut werden oder was ist die Ausgangssituation, welches Geschäftsmodell soll erweitert werden, enabled werden. Und deswegen macht es Sinn, von dort aus quasi mal so eine Art Einschätzung oder Analyse zu machen
Und das eben aber nicht nur für die Business-Domäne und für die Business-Seite, sondern das eben auch für die Technologie-Seite. Und am Ende können wir gemeinschaftlich da einen ersten Wurf machen, einen ersten Plan zeichnen für das, was dann da gewünscht ist. Und dann geht es in die verteilten Umsetzungen, während Mindful oft die Umsetzung begleitet, wie in so einer architektonischen Begleitung, sind dann auch noch mehrere, sagen wir mal, Unternehmen mit an Bord oder die eigenen Data Scientists aus dem eigenen Haus, ist auch ganz oft der Fall, eigentlich in den meisten Fällen, dass die eigenen Leute, die beim Kunden dort das Thema Data Science oder AI vertreten, dann dort die Lösungen auch wirklich bauen und wir da gemeinschaftlich mit der CRO dann schauen, dass alles funktioniert. Ja, dasselbe ist ja eigentlich bei uns. Ich bin eigentlich dann auch, oder wir sind auch die Schnittstelle dann zu der internen IT, wo wir dann versuchen oder rüberbringen, was die neuen Anforderungen sind. Und da gibt es ja meistens auch Friktionen, dass sie eigentlich jetzt die Infrastruktur haben. Sie wollen nicht in neue Technologien, weil es viel auch Angst oder Widerstand gibt. Und da ist dann unsere Aufgabe, ihnen die IT intern weiterzuentwickeln und auf das nächste Level zu bringen. Danke, Stefan. Danke, Nadim. Wir haben noch drei Fragen. Ich würde mal sagen, ein bisschen überzogen mit der Zeit, aber die nehmen wir noch rein, würde ich mal sagen. Oder? Mhm. Also folgende Frage. Sie haben das Thema On-Prem und Cloud mehrfach angesprochen. Wo sind die Vorteile bzw. Nachteile von Cloud bzw. On-Prem-Lösungen und wie sehen Ihre Empfehlungen in dieser Hinsicht aus? Mhm. Ich fange wieder an, weil ich irgendeine Antwort im Kopf habe. Und zwar, Vor- und Nachteile ist eine spannende Diskussion, weil ich glaube, es hängt wirklich von der Art des Produkts ab und es hängt davon ab, also von der Art des Produkts, das gebaut werden soll, und es hängt davon ab, was man jetzt aktuell auch hat. Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch, sondern es kommt immer so ein bisschen aufs Maturity-Level an. Oft ist es so, man fängt eher so für diese Prototypenphase, für die Pilotierungsphase fängt man in der Cloud an. Ist auch meistens der einfachere Einstieg, egal ob dann welche Cloud, A, B oder C. Dann skaliert man das Ganze. Also wenn man sich diesen Prozess vorstellt, den ich auch vorgestellt habe, aber man kommt dann quasi aus der Lab-Phase irgendwann in die Produktionsphase, man skaliert das irgendwie raus. Und da gibt es dann sehr oft auch die Diskussion, und die führen wir auch, ist, wie kann man jetzt doch nochmal den TCO, also den Total Cost of Ownership, optimieren, weil quasi auch diese Managed Services halt einfach exponentiell immer mehr kosten. Und da kann man eben versuchen, auch seine On-Prem-Infrastruktur sehr stark zu leveragen und dann beispielsweise in den Hybrid-Modus zu kommen zwischen On-Prem und Cloud, die Workloads, die wir diskutiert haben, an den richtigen Stellen quasi deployen und dort laufen lassen. Und jetzt habe ich quasi den Weg erklärt, ich fange in der Cloud an, aber das Gleiche kann ich quasi auch von der On-Prem-Seite machen. Also ich kann auch On-Prem anfangen, weil ich schon sehr große Infrastrukturbestände habe. Ich meine, wenn ich ein riesen Datacenter habe, ein Rechenzentrum, das ich quasi full-managed betreiben lasse, da die Prozesse alle habe, das eingeschliffen ist, ich da jetzt quasi auf dem Ansatz aufsetze, dann versuche ich da wiederum die Mehrwerte Richtung Cloud zu heben. Und ich denke, am Ende wird die Lösung immer, also ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Antwort Hybrid sein wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Also das ist meine persönliche Meinung, da werde ich jetzt gleich, werden gleich 20 Nachrichten im Chat entstehen, aber die nehme ich an, die Fragen. Oder Stefan, was sagst du? Ja gut, die Problematik ist natürlich auch die Compliance, was darf ich rausgeben, was darf ich nicht rausgeben an Daten, das ist immer das Thema, bin ich irgendwo staatlich, eine staatliche Institution oder nicht und so weiter. Da sind die Themen, ob ich da wirklich dann in die Cloud darf oder nicht oder kann überhaupt. Aber das sind solche die rechtlichen Themen. Den Security-Gedanken würde ich hier jetzt weniger nehmen, weil ich kann auch in der Cloud hohe Security-Anforderungen. Zum Beispiel hat es jetzt gerade gezeigt mit dem Hafnium und Exchange, da ist die Cloud-Seite ja eigentlich bei Azure oder bei Microsoft nicht betroffen gewesen, aber viele On-Prem-Systeme sind ja korrumpiert worden. Das sind solche Themen, da muss man auch individuell schauen, was sind überhaupt die Anforderungen, was kann ich machen? Mhm. Also was darf ich überhaupt? Mhm.
Gut, vielen Dank, Stefan. Nadim, also ich hoffe, die Frage ist so beantwortet. Ich denke, da kann man noch lange diskutieren. Und im Endeffekt glaube ich, ja, am Schluss, es kommt drauf an, oder man muss es wirklich situativ begutachten. Dann die nächste Frage von einem Kunden. Wir haben eine existierende Infrastruktur. Können wir auf der bestehenden Infrastruktur einen Data Service Data Product implementieren oder müssen wir zwingend eine neue Infrastruktur aufbauen? Ich glaube, da hast du, Stefan, während dem Vortrag mal etwas in dieser Hinsicht erwähnt. Ja, man muss es genau analysieren. Man hat ja die ganze Datenhaltung, wie dann auch das ganze Computer, also die ganzen Prozesse. Und da muss man schauen, sind die Voraussetzungen da, sind sie nicht da? Und wie weit kann ich auch skalieren? Das, was ich vorher schon gesagt habe, kann ich relativ schnell in die Cloud gehen, weil da ist die Infrastruktur schnell zur Verfügung. Da kann ich schnell etwas aufbauen für den Anfang, wieder zurückgehen. Oder lokal habe ich, oder bei der bestehenden Infrastruktur habe ich immer das Problem, ich habe eventuell nicht die Ressourcen, die ich benötige für das, was ich gern machen würde. Und das ist immer ein Thema. Aber grundsätzlich kann ich auf normalen VMware-Umgebungen oder was auch immer, Container ausführen, kann ich managen, ich kann das Ganze erweitern, meine Infrastruktur verwenden. Es kommt einfach auf die Dimensionen drauf an und was ich wirklich für Anforderungen habe. Das kann man nicht so einfach. Ja, danke Stefan. Nadim, noch etwas ergänzen? Ich könnte das Gleiche sagen, nur anders. Deswegen okay. Perfekt. Gut. Super. Dann noch die letzte Frage. Wie sehen die Leistungen der Seruno AG manchmal aus? Kann ich einen Fully Managed Service inklusive quasi der ganzen Stack-Infrastruktur beziehen? Wie sehen da die Möglichkeiten aus? Also ich denke, da kommt eine Frage vom Business. Ja. Also grundsätzlich ist die Antwort erstmal ja. Also weil ich meine, ich bleibe bei meinem Architektenbeispiel. Ich kann auch einfach als Kunde zu einem Architekt gehen und bei dem eine Generalunternehmerschaft bauen und sagen, baue mir das Haus und ich will in irgendwie 8 Monaten einziehen. Und dann wird das halt alles fully gemanagt, bereitgestellt. Ich glaube, gerade aus dem Infrastrukturbereich ist das Vorgehen auch sehr üblich, dass man quasi auch Managed Service Leistungen bezieht. In unserer Domäne ist es natürlich schon so, dass wir sehr stark auch mit dem Kunden interagieren und das gemeinschaftlich designen und gemeinschaftlich bauen. Weil natürlich das, sagen wir mal, Business Know-how aus den Fachbereichen ja auch kommt und auch gerade das Geschäftsmodell am Ende ja auch passen muss. Ich meine, das können wir jetzt nicht so fully managed, voll komplett irgendwie out of scope irgendwie bauen, aber prinzipiell den maximalen Leistungsteil abzugeben und das quasi in einer sehr engen Schnittstelle zu entwickeln, das geht schon. Ja, und von der Infrastruktur her ist es ja heute schon so, dass wir das machen und gemeinsam, dass Mindful Spock zum Beispiel den Spock darstellt und wir dann im Hintergrund eigentlich unsere Leistung, die wir schon überall in Datenzentren eigentlich erbringen und auch die Schnittstelle dazu eigentlich weiter erbringen. Also diese Möglichkeit besteht. Ja. Gut, vielen Dank. Dann nochmals einen Blick. Ja, wir sind durch. Das waren alle Fragen. Dann zeitlich, ja, ein bisschen überzogen. Aber ich würde mal sagen, also bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass es für Sie interessant war. Das ganze Webinar und jederzeit einfach kontaktieren, wenn Ihre Fragen noch aufkommen werden. Wir werden, wie erwähnt, das Video noch Ihnen zur Verfügung stellen, auch auf LinkedIn publizieren. Und ja, würde uns freuen, von Ihnen etwas zu hören. Sind gerne bereit, da quasi den Faden aufzunehmen und Sie in einem Data-Produkt-Projekt quasi zu unterstützen. Gut. Super. Bestes Leute, vielen Dank. Gell? Dankeschön. Dankeschön. Guten Tag zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.